Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Simpsons Hit and Run. Nach dem anstrengenden Rennen von eben, sprechen wir erstmal Cletus an. Du musst mir helfen, ich muss herausfinden, was mit meinem Baby passiert ist. Tut mir leid, ich dachte, du wärst so ein Stadtgauner. Aber ich erzähl dir nichts mehr, bis du uns bei der Ernte geholfen hast. Erntezeit? Wenn ich hier Gartenarbeit machen muss, dann ziehe ich mich lieber um. Oder meine nächste Mission lautet, Matschflecken aus grüner Kunstseide waschen. Da hat sie jetzt eine Anspielung gemacht. Lass deine Kleidung schmutzig werden. Kauf Marges Gefängniskleidung wie im Quickie-Markt im Badzimmer oder in der Grundschule Springfield für 300 Münzen. Ach, das finde ich gut, dass wir das jetzt machen müssen. Dann können wir noch hier ein bisschen rumlaufen. Weil es gibt hier noch so viel zu entdecken, was jetzt neu ist. Ich sollte besser aufpassen. Ja, Marge, das solltest du. Böses Mädchen. Ganz böses Mädchen. Mist, ich hab gar keine Taschen. Bravo, Homer. Das Auto ist eigentlich bis jetzt wirklich das Beste, habe ich das Gefühl. Ah ja, hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Hier müsste eine Wespe erscheinen. Oder? Ich bin super durchtrainiert. Kann man hier durchfahren? Ui. Ach, da ist eine Wespe. Sogar zwei. Stramm marschieren ist gut für meine Hüttenkäsehüften. Ha, nicht erwischt. Aber ich dich. So. Jetzt noch hier. Und schon haben wir wieder eine Menge Kohle. Ach, in diesem Garten war ich übrigens auch noch nicht vor den Nachbarn. In der ersten Level. Muss ich noch nachholen. Hätte ich doch bloß einen Hund mit einem Sattel. Aber vielleicht sogar die letzten zwei Wespen, das wär's ja noch. So, hier ist jetzt eine Karte. Alles für Marge. Ja. Oh, da ist die Münze. Hier sind immer noch dieselben Gags wie im ersten Level. Hier Anspielung auf Fears of Horror 1. Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf Treehouse of Horror 2. Ja, ich bin ein Freak. Gehen wir nochmal schnell zu den Flanderson. Vielleicht hat sich hier was geändert. Oh, eine Wespe. Eine Münze. Noch eine Münze. Eine Münzspur. Oh. Okay, das war's. So, erst nochmal zu den Kinders. Hey, Kinders. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir die nicht verstanden. Irgendwas mit Gefahr auf jeden Fall. Flanders hat aber auch hier gebunkert. Also, eigentlich an sich finde ich es auch ein bisschen schade, dass man nicht noch bei Flanders ins Haus kann oder in den Bunker da. Da haben sie mir in diesem Spiel doch ein bisschen zu wenig gemacht. Hätten sie ruhig noch ein paar Häuser mit dazu nehmen können, wo man reingehen kann. Jetzt... Nächsten können wir jetzt ins Badzimmer, ist ja auch schon mal was Neues. Und hier waren eigentlich auch noch ein paar Gags. Oder? Ah ja. Ach, an das, was ich mich gerade erinnere, das kommt erst später. Wie viele Gags haben wir jetzt eigentlich? 8 von 15. Im Quickie-Markt müssten wir noch mal gucken. Aufgemotzt, Polizei. Na, ich wette, die wollen... Ja, die für 300 dieses Jahr, also das hier. Aber ich denke mal, wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir auch gleich die anderen, sofern es geht. Die sind ja jetzt schon ganz schön teuer geworden. Bin mal gespannt, wie viel die Autos dann kosten. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt haben wir alle und nur 242 Münzen. So, jetzt kommen wir zu Cletus. Ja, zu Cletus zurück. Haben wir... Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Haben wir hier überhaupt im Haus schon? Also drin waren wir, das weiß ich noch. Aber hier ist nur der Fernseher.
Ah, Maggie und Abe. Warum bin ich bloß hergekommen? Oh. Weiß ich auch nicht, Abe. Du könntest echt was Sinnvolleres mit deiner Zeit anfangen. Gehen wir es an. Oh, Mann. Das ist die falsche Seite. Da beschweren sie sich immer, wenn man sich an der falschen Seite hinstellt. Das ist doch kein Diebstahl, oder? Auf Wald, ihr Versager! Ja, das ist auch mal episch. So, ich denke mal, wir fahren jetzt erstmal noch schnell zum Quickie-Mart. Und ja, gucken einfach nochmal, was hier war. Cañonero! Ah, ja, so war das. So hat sie das immer gesagt. Ich erinnere mich. Was ist denn das für ein Ding? Gibt's hier noch wieder was? Ja. Ah, eine Wespe. Und Hauptsache mal ist hier oben und man hört sinnlichere Musik. Genau wie in der Folge, als Lisa hier oben war. So. Was hatten wir denn hier noch nicht? Ach, wir können hier ein Videospiel spielen, das ist ganz witzig. Ein Spiel im Spiel. Oh, ich war nicht so gut. Naja. Ah, Nelson und Milhouse. Ah! Was gibt's denn überhaupt zu futtern? Vielleicht hast du auch Appetit auf das, was in diesem Überraschungsbettchen ist. Nein, habe ich garantiert nicht. Ich glaube, das hatten wir auch nicht im ersten Level. Alarm aktiviert. Ist das schon die Zukunft? Oh. Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Zwei fehlen noch, Mist. Wo könnten die denn sein? Bestimmt hier irgendwo so auf der Straße, wo wir noch nicht waren. Ey, wo ist denn Homer? Homer? Ach da. Stimmt. Du bist noch der Weißig. Ey. So, so ist das müssen immer, wir die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Steig in das Fahrzeug ein. Oh, wo ist er denn? Die Vibrationen kribbeln. Ach da. An den Füßen. Was ist denn damit los? Gut. Du meinst, ich brauch noch mehr? Ketchup-Logik. Hilft Cletus Ketchup-Päckchen für den Winter zu bunkern. Lass die Zeit nicht verstreichen. Ich gebe mein Bestes. Ah ja, er braucht Ketchup, um den Winter zu überstehen. Ist das jetzt so ähnlich wie bei den Affen? Ich glaube fast. Aber nee, hier ist doch ein bisschen mehr System hinter. Ach, hier erinnere mich. Das war auch ganz schön happig. Ich in meinem Sinkeknochen. Ich glaube, das können wir jetzt schon vergessen. So knapp war das immer. Da muss man schon genau wissen, wo sich jede einzelne Ketchup-Tüte befindet. Ah ja. Und hier war es auch noch ganz fies. Ja, erstmal auf die Idee zu kommen, das wusste ich wenigstens noch, dass hier welche sind. Naja, es sieht noch relativ gut aus. Da wir die Hälfte haben und die Hälfte der Zeit ist noch nicht ganz vorbei. Das wäre jetzt fies, wenn... Ach, da ist wieder der Traktor. Ja, und die Pfeile zeigen auch gar nicht dahin, wo jetzt eigentlich Ketchup-Päckchen sind. Naja, jetzt geht's noch durch Burns Anwesen, ich erinnere mich. Aber wir sind sehr gut in der Zeit, das wundert mich. Ich glaube, wir müssen auch in derselben Zeit noch was anderes machen. Noch zwei? Ah ja, hier sind wir. Ach, Schachfigur. Ah nein. Ja, das war schon ein fieser Fehler. Nette Mädchen geben Vollgas. Nein! Oh je. Ja, das ist die einzige wirkliche Schwierigkeit jetzt dabei. Wir haben noch eine Chance, so wie ich die Sache einschätze.
Aber die können wir uns auch sonst wohin stecken. Nein! Puh. Oh, Polygone! Ich kann über 100 fahren. Das wird jetzt... Der hätte aufpassen sollen, wo er rumwuselt. Wenn wir es beim ersten Versuch geschafft hätten, wäre es kein Problem, aber... Oh. Ja... Ich hab dir den Schneidearm gebrochen. Was immer da gerade passiert ist, es geht mich nichts an. In den Kasselleuten wird das gar nicht gefallen. Was ist denn das für ein Versicherungsvertreter? Nein! Ich hatte ihn doch schon abgeschüttelt. Oh, diese blöde Karre von Cletus. Und ich hab gedacht, ich werde langsame Fahrerin. Und du fährst ja auch nicht, Marge. Ich fahre. Oder Cletus. Nun zu deiner Frage. Mein Großvater hat mal so eine Kornzeichnung gesehen, aber der ist jetzt bei Allah. Du solltest mal ein paar andere Leute darüber befragen. Versuch's mal irgendwo auf dem Friedhof. Danke, Cletus. Ach, war doch nichts. Bei Allah. Bei Allah soll man's versuchen. Okay. Ich meine, der ist bei Allah so. Oh, Entschuldigung. Ist auch schon ein bisschen seltsam. Ich glaube kaum, dass... Naja, die überhaupt religiösmäßig was machen. Steht beim alten Gil vor der Tür. Oh. Das können wir uns noch leisten, aber jetzt? Mit 34 Münzen? Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass es schon so früh dazu kommt, dass wir eine Geldnot haben. Kamera? Ah, gut. Ich dachte schon, das Spiel hätte sich aufgehängt. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier die Brücke hoch. In diesem Outfit ist Marge beweglicher als in ihrem Kleid. Und jumpin' run ist cool. So. Na, die Münzen zeigen einem ja auch gar nicht den Weg und eben konnte ich auch unten links die Karte sehen. Ich wusste doch. In einer gewissen Art und Weise lässt mich mein Gedächtnis doch nicht im Stich. Da ist die Karte. Hoffentlich kann ich damit was Nettes machen. Ach, und wir wissen eigentlich auch, wo die letzte Karte ist. Denke ich mal. Ich schwöre. Ja, gucken wir mal, ob wir die noch kriegen. Ah ja, ich weiß es jetzt wieder genau. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Aber ich frage mich, wo die letzten zwei Gags sind. Naja, Hans Bowerman, ja, mit dem werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part sprechen. Ich kann das nicht so gut. Ach, und Jeff Orbatson ist hier. Genau, daran erinnere ich mich. Die Mission werden wir auch noch angehen. Die ist cool. Jeff Orbatson ist cool. Es stimmt. Frauen fahren wirklich nicht sehr gut. Ja, Marge, das ist richtig. Du fährst nicht sonderlich gut. Aber das Auto ist eigentlich ein ziemlich gutes Auto. Kann ich gut um die Kurven und so. Ach, jetzt weiß ich, wo ich die letzten Gags finde. Ah, dann machen wir das wohl jetzt noch, anstatt die letzte Karte zu holen. Ich denke mal, die letzte Karte holen wir dann gleich ganz früh im nächsten Part und sprechen dann mit entweder Jeff Orbatson oder Hans Maulmann. Mal gucken, worauf ich mehr Lust habe. So, man kann ja hier in die Schule rein. Und hier waren noch die Gags. Ruhig bleiben, Schüler. Alles hier ist Ralph. In der Schule. Ich habe als Rektor alles fest im Griff. Ja, Mann. Was macht ein Skinner hier? Hallo, Mr. Schmalz. Nur noch 40 Jahre, dann kann ich mich bequem zur Ruhe setzen. Aufgewacht, aufgewacht. Speck und Eier sind gemacht. Chalmers hat mir gerade erzählt, ich hätte 30 Tage, um den Minimum-Lesestandard von 1932 zu erreichen. Das wird hart. Sei gegrüßt, Springfield-Kamerad.
Mutter sagt, ich darf nicht nach Hause kommen, bis ich Schulrat bin. Hallo, ich bin Mart. Gott sei mein Zeuge. Ich werde die Dämonen der Angeberei, Fratzenschneiderei und des Vergnügtseins in dieser Schule schon bändigen. Hallo, Mr. Schmalz. Wenn die Kinder noch dümmer werden, werde ich sie irgendwann so im Wald freilassen müssen. Ich denke mal, das war's. Wir haben jetzt alles aus Skinner rausgeholt, was ging. Ich würde sagen, wir beenden diesen Part, weil es knapp wird. Also bis zum, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.